Also für Spaghetti mit Thunfischsoße brauchen wir erstmal Spaghetti, einen Löffel zum Umrühren, dann den Thunfisch aber nicht in Öl, sondern in Wasser und Salz. Kann man das sehen? Nein, kann nicht sehen. Dann Tomaten, eine Dose Tomaten, entweder passiert oder eben wie hier stückig. Dann Pfeffer und Salz, an Kräutern dann halt Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Rosmarin und Basilikum. Also die Kräuter wie immer entweder im getrockneten Zustand oder halt im gefrorenen oder wenn man möchte halt frisch, wenn man das da hat. Dann natürlich zwei Töpfe, einen für die Spaghetti und einen für die Soße. Dann können wir jetzt anfangen. Neben den bereits genannten Sachen brauchen wir auch noch einen Sieb für die Nudeln, einen Dosenöffner, um die Tomaten aufzumachen und Zucker. Also als erstes koche ich wieder das Wasser im Wasserkocher für die Nudeln. Und währenddessen können wir ja schon mal den Thunfisch in den Topf tun. Während das Wasser kocht, machen wir jetzt schon mal den Thunfisch fertig. Als aufmachen. Und wenn er so halb offen ist, also wenn er ungefähr so auf ist, zuhalten und das überschüssige Wasser aus. Nachdem der überschüssige Saft abgeschüttet wurde, einfach Deckel abmachen und den Thunfisch in den Topf. Und dann den Herd anmachen auf mittlere Stufe. Damit die überschüssige Feuchtigkeit noch wegdampfen kann, weil sonst wird das nachher mit den Tomaten sehr flüssig. Während beim Thunfisch die überschüssige Feuchtigkeit verdampft, können wir mit den Nudeln weitermachen. Also heiß Wasser in den Topf. Nochmal kurz zum Kochen bringen und dann die Nudeln rein. Mit Salz natürlich. So, das Wasser kocht jetzt, also das Salz daran und die Nudeln. So, und mit dem Löffel leicht runterdrücken oder von den Seiten schieben, damit die Nudeln schneller in den Topf gehen, damit die auch gleichmäßig gar werden. So, und wenn das mit den Händen halt nicht geht, kann man mit dem Löffel nachhelfen, damit die reinkommen. So, und wie lange die Nudeln dann brauchen, steht ja meistens auf der Packung drauf. Ist ja meistens so zwischen 9 und 12 Minuten. Und während die Nudeln kochen, können wir uns dann weiter um die Soße kümmern. Und nicht vergessen, nachdem das Wasser gekocht hat und die Nudeln drin sind, den Herd dann runterzuschalten und auf etwas niedrigerer Stufe die Nudeln oder die Spaghetti dann gar werden zu lassen. So, der Thunfisch hat die überschüssige Feuchtigkeit verloren. Ich habe den mit dem Kochlöffel noch ein bisschen zerkleinert, damit keine großen Stücke mehr übrig sind. Und dann können da jetzt die Tomaten reinkommen. Also die Dose Tomaten aufmachen. Wenn die dann fertig ist, also wenn die dann offen ist, an den Thunfisch schütten. Und nicht vergessen, zwischendurch immer mal die Nudeln umrühren, damit die nachher nicht zusammenkleben. Schön in unterschiedliche Richtungen. So, sie die Soße dran schütten. Restsoße mit dem Löffel rausholen. Und dann gut umrühren. Dann auf etwas höhere Stufe stellen und warten, bis das einmal aufgekocht. So, die Soße ist jetzt aufgekocht. Wenn man möchte, kann man jetzt zum Neutralisieren der Säure von den Tomaten einen Teelöffel, also nur einen Teelöffel Zucker dran machen.
Den Teelöffel wird man nachher nicht schmecken, aber er entbindet so ein bisschen die Säure von den Tomaten. Dann kommt da natürlich ein bisschen Salz dran. Boah, das war ein bisschen viel Salz. Dann der Pfeffer. Je nachdem, wie scharf man es haben möchte. Und das Rühren nicht vergessen. So, anderen Kräuter. Schnittlauch. Und Petersilie. Gib mir hier den ganzen Tisch. Dann Thymian. Und Rosmarin. Und dann noch Basilikum. Gut umrühren. Und schon ist die Thunfischsoße fertig. Noch die Nudeln abschrecken. Und dann kann man essen. So, die Nudeln sind jetzt auch fertig. Die müssen jetzt nur noch abgeschüttelt werden. Und dann kann man anfangen zu essen. Ihr macht das entweder so oder ihr schüttet die Nudeln in ein Sieb, wenn ihr eins habt. Natürlich nicht vergessen, die Nudeln abzuschrecken mit kaltem Wasser, sonst garen die nämlich weiter. So. Tada. Bei den Geräten habe ich vergessen zu erwähnen, dass man, wenn man Spaghetti macht, noch ein Sieb braucht. Oder allgemein bei Nudeln. Oh, Spaghetti. Dann Spaghetti. Spaghetti, klar, das sind Spaghetti. Alles klar. Wenn er so halb offen ist, zuhalten und das Wasser, das überschüssige Wasser abschütten.